Hi und herzlich willkommen zurück in Rennes und in der vorerst letzten Folge aus unserer Stadt. Der Grund ist nicht Corona, so wie es mittlerweile die ganze Zeit der Fall ist. Nein, der Grund ist einfach neue Projekte und ich habe ja auch gesagt, ich baue erstmal in der ersten, ich sag mal, Epoche von Rennes einfach nur erstmal hier diesen kleinen Areal, was ich halt zur Verfügung hatte, erstmal aus. Das habe ich gemacht und habe es relativ gut umgesetzt. Wir sehen hier, es sind immer noch nicht genügend Mitarbeiter, beziehungsweise nicht genügend gebildete Mitarbeiter, obwohl ich schon eine Universität habe, muss noch eine ran. Absolventen niedrig. Ja, aber die Frage ist halt, warum geht da keiner hin? Ne? Das ist halt auch so die Frage, warum da keiner hingeht, obwohl hier die Möglichkeit doch ist. Ne? Ich meine ja nur, also, ist halt ein bisschen komisch. Mal hier einfach nochmal hin. Ah, mir schwand gerade was Übles. Okay, Grundschule gibt's. Was ist das? Stopp. Was ist das hier? Oberschule. Gibt's eine Oberschule? Ah, nein! Es muss doch erstmal eine Oberschule geben. Oh nein, da ist der Fehler. Der Fehler im System wurde erhört, Leute. Leute. Shit. Wenn ich die jetzt lösche, Rückerstattung 56.000. Wie viel kostet die Oberschule? 24, alles klar. Ja, ich fahre jetzt heute nicht rum. So, wenn ich das mache, inwiefern ist das gut für mich? Weil wenn die hier sind, ja, die Absolventen, ne? Die Absolventen der Oberschule. Wenn die da sind, das reicht gar nicht bis nach da oben. Das heißt, die Oberschule müsste rein theoretisch, wenn es Sinn machen soll, hier irgendwo hin. Oder hier. Ins Zentrum quasi. Aber selbst da kommt eigentlich noch ein Denkmal hin, wie zum Beispiel die Freiheitsstatue oder so. Das würde mehr Sinn ergeben. Gut, da muss ich erstmal einfach gucken, wie es sich einfach so ergibt. Da muss ich einfach gucken, wie fühlt es sich an zwischen uns beiden. Und dann setze ich das alles auf eine Karte und dann gehen die Leute dahin. So ist das einfach, was? Gut, anderes Thema. Warum kann ich das hier nicht ortsbereit belegt? Ja, ich weiß. Ja, nee. Warte mal, was ist, wenn ich hier aufhebe? Ist zwar scheiße, ich weiß. Aber das ist hierfür gar nicht mal so kacke eigentlich. Ah, okay, da stört ein. Ja, aber da kann man ja das auch regeln, indem man hier einfach die Straße weghaut und dann sicher geht, dass hier auch nichts ist, alles klar. Dann geht man hier hin und dann macht man das einfach so. So, zack, bam. Und schon ist super, weil die dann hier hingehen und von dort aus können die direkt hier rüber gehen. So sollte der Plan sein. So, und jetzt alles, was halt noch hier frei ist, ne, da kommt dann auch wieder hin. Zack, zack, ne, so sieht's mal aus. So läuft das hier. Zack, zack, bam, jede Fläche muss hier genutzt werden. Ich hoffe einfach, dass bis zur, ich sag mal, neuen Epoche von Rennes, dass das hier auf jeden Fall
Vergangenheit ist und dass das hier einfach dann reibungslos läuft. Es ist ja immer so, dass es halt immer so ein paar Quälereien gibt und ist nun mal so, ne? Aber naja, warten einfach mal ab. So, zack, da ist auch noch welche. Was ist das hier? Ah, das ist eine Tankstelle, okay. Gibt's auch gar nicht mal so oft eine Tankstelle hier. Ist mir mal aufgefallen. Oh, Leichenwagen, okay, da ist auch wer gestorben. Ist nicht so geil. Okay. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister, ich freue mich. Attraktive Stadt, ah ja, okay. Attraktiv, alles klar. Gut. Bevor ich hier die ganze Zeit jetzt einfach nur rumsitze und nichts mache, das ist ja auch nicht. Plätze, Platz, Picknicktische. Das wäre doch mal was. Hier haben wir ja genug. Mit Parks und sonst was für Anlagen. Diesen Park können wir hier hinballern. Haben die nämlich hier auch mal was, weißt du? Immer diese anderen Leute, die alles haben, aber die hier haben hier nichts. Was ist das hier für ein Park? Plätze, Platz mit Bäumen. Nee, das ist zu leicht. Tennisplatz. Nee, ist auch. Nee. Angeltouren. Angelsteg. Was gibt's hier noch? Beachvolleyballplatz. Das ist doch schön. Aber wo können wir den denn machen? Ja, ich weiß, hier waren nicht genug Gebildete. Das ist nicht so das Feine, aber hier hinten können wir das nicht machen. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist doch scheiße. Na komm, packen wir da gleich daneben. Oder? Ja doch, ich pack's gleich daneben. Können sie nämlich gleich hier rüber, falls sie da keinen Bock haben, einfach so richtig entspannt zu sitzen, dann können sie einfach hier rüber. Ein paar anscheinend junge Herren dabei zusehen. Und das passt doch. Und wenn man da gerade keinen Platz hat, kann man hier rüber gehen, ein bisschen entspannen und so weiter. Also, alles gut. Zack, da war eins zu viel. Ist aber jetzt erstmal egal. Grüße gehen raus an Fred. Zack. So, dann das kann noch weg und das kann noch weg. So. Und hier ist noch eins. Zack. Ich hoffe, das bringt hier was mit der Oberschule und mit der Uni. So, ist das hier jetzt geleert? Wissen wir da schon was Neues zu? Ja, sehr schön. Ist geleert. So will ich das haben und nicht anders. Uns fehlt noch ein Gefängnis rein, theoretisch, aber uns fehlt natürlich auch noch irgendwie ein Wahrzeichen. Also eigentlich wäre ich für die Freiheitsstatue. Die kann man in der Mitte hinpappen, so dass sich das darum ja, aufzieht. Aber die kostet 210.000. Also da müsste ich jetzt erstmal sparen, sparen, sparen. Und naja, so viel Zeit habe ich da nun auch wieder nicht. Oder ein Fußballstadion. Aber wie viel kostet das? 200.000. Ja, da kann ich auch einfach dann. Ach Gott. Shoppingstatue. Statue des Wohlstandes. Shoppingstatue. Aber wir hatten nur das mit dem Wohlstand, ne? Warte mal, wo können wir die Shoppingstatue denn hinballern? Wir wollen ja alles haben, gefühlt. Ja, nee. Besten wäre es hier beim Einkaufszentrum, ne? Daneben. Aber hier. Ich weiß ja nicht. Oder hier. Ja, bauen wir sie dahin. Ist das Shopping? Moin.
Sieht null aus wie Shopping, aber ist mir jetzt egal. Ja, und uns fehlen auch unten rechts, wer fleißig beobachtet, wir brauchen auf jeden Fall Stadion-Eier. Hä? Wo ist der Unterschied zwischen Stadion und Fußballstadion? Egal. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute, also mehr Einwohner brauchen wir. Frage ist nur, wo bringen wir die alle unter? Ne? Das ist jetzt so die Frage. So, da können wir noch was hinballern. Und da können wir noch was hinballern. Aber dann wird es auch ziemlich, ziemlich rar. Hashtag rar. Okay, hier gehen auch die ersten Gebäude wieder flöten. Aber ich finde, so langsam wird's. Also, das kann man nicht. Ja, Gefängnis, ja, ich weiß. Aber wir brauchen doch auch eine Statue. Raus, rein aus Interesse halber. Wie viel kostet denn ein Gefängnis? 120.000. Hm, okay, das wäre sogar noch im Rahmen. Ja. Da müsste ich dann aber trotzdem auch erstmal sparen, liebe Leute von heute. Aber es ist deutlich zurückgegangen. Fällt mir gerade auf. Was ist hier? Achso, Kreuzung. Ja, ich weiß, dass hier Stau ist. Das müssten wir vielleicht auch irgendwann mal beheben. Aber ich denke mal, das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich so daran denke, so hat alles angefangen hier bei der Big City. Jo. Der Albert Green Shrine. $40.000. Mhm. Schauen Sie mal, was steht zum Verkauf. Ja, ich weiß. Die Frage ist halt wirklich, was würde. Mann, ey, das macht mich gerade ein bisschen. Salzig macht mich das. Gebe ich ja zu. Fühlt sich das? Hier muss ich auch noch mal eine Busverbindung reinklatschen, glaube ich. Einfach damit die auch gut versorgt sind, weißt du?
Erinnert mich ein bisschen an Frankreich so oder Berlin. Können wir denn irgendein Wahrzeichen haben vielleicht? Aber 200.000 oder 220.000 jetzt zu warten, nee, hätte ich jetzt auch keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Jetski-Verleih, alles klar. Yachthafen. Moin. Restaurant. Beachvolleyball habe ich schon. Ja, einfach abwarten. Machen wir erstmal was anderes und dann versuche ich das auch privat im Offscreen-Modus weiterzumachen. Vielleicht klappt es dann, vielleicht nicht. Mal sehen. So, da noch, da noch, da noch. Hier lassen wir erstmal nochmal frei. Dass da dann die Freiheitsstatue reingeklatscht wird und dann ist gut. Oh, ich muss das echt in den Griff bekommen mit dem ungebildeten Pack. Entschuldigung, aber Kinder geht in die Schule. Sonst macht ihr kein Geld für mich. Was? Was? Okay. Gut. Kurze Pause. So, wieder da. Ich habe mir noch was ausgedacht. Ich wollte es ja schon immer mal machen. Ich hoffe, es geht jetzt auch. Ihr fragt euch sicherlich, warum. Weil ich versuche hier mal ein Industriegebiet zu machen, was so ein bisschen spezialisiert ist auf Forstwirtschaft. Ich gucke einfach mal, ob das geht. Meine Fresse. Ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich muss das noch irgendwie hinkriegen. Bis gleich. Also ich glaube, ich hab's jetzt geschafft. Also man muss bei PS4-Version ist das richtig scheiße gemacht, indem man erst hier Forstindustrie gehen muss und dann auf das hier. Also Stadtviertel-Malungswerkzeuge. Und dann kann man das markieren. Das ist richtig dämlich gelöst, nicht so wie bei PC-Version. Da habe ich gesehen, das kann man alles gleich klick, klick, fertig. Und naja, gut, wollen wir mal gucken, ob das was bringt. Erstmal nur die, ich will gucken. Nicht, dass da schon wieder normale Industrie hinkommt. Nee, es kommt normal. Jawohl, endlich habe ich es geschafft. Geil, da kann ich ja auch bald Agrar machen. Nice. Wird die Stadt doch noch mal ein bisschen grüner. Na, endlich. Warte mal kurz, da fehlt aber noch was. So. Euch soll an nichts fehlen hier. Euch soll es an nichts fehlen. So. Und dann. Na gut, verknüpfen tun sie sich ja selber gleich. Alter. Staudamm gibt es jetzt auch. Ne, Wasserkraftwerk. Okay.
Na, immerhin konnte ich etwas noch in der Folge zeigen. Ja, ich sag jetzt erstmal schon mal danke fürs Zusehen für 8 Folgen. Und ja, ich werde mir Gedanken machen, wie es jetzt hier weiterlaufen wird mit Rennes. Ich weiß ja jetzt endlich, wie man hier was züchtet, beziehungsweise... Ach, die züchten hier wirklich, wie geil. Wie man hier was aufbaut. Das heißt, wir haben eine echt, echt rosige Zukunft vor uns. Hier können wir weiterhin so eine Industrie mal lassen. Aber natürlich können wir hier hinten... Hier hinten wird es auf jeden Fall weitergehen mit Agrarwirtschaft und so weiter. Und das hier... Vielleicht tausche ich diese Industrie auch einfach aus durch Agrarindustrie. Oder ich mach das separat. Oder ich baue das hier oben hin. Oder da. Also irgendwo, wo halt dieser hellgrüne Bogen ist. Also, Möglichkeiten gibt es genug. Das war Rennes, die erste Epoche. Das ist hier. Das müssen wir auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Da können wir vielleicht das da nach da umlegen dann noch. Und hier hinten können wir auf jeden Fall noch was hinballern. Und auf jeden Fall, es sind viele Möglichkeiten, viele, viele Möglichkeiten noch da. Es kann auf jeden Fall noch viel ausgebaut werden. Wie zum Beispiel halt hier die gebildeten Leute müssen halt hier nochmal gemacht werden. Eine Freiheitsstatue muss hier hin. Und dann kann man noch langsam was anderes auch anfangen hier, ne? Auf jeden Fall, damit bin ich auch nicht mehr so zufrieden hier mit diesen... Ja, ich sag mal, so hart ekelhaften Abteil. Da muss auf jeden Fall was ran, was normal ist. Und sowas finde ich hier dann auch schon wieder geil, wenn sowas dann hier ist, ne? Das finde ich dann schon wieder richtig schön. Wenn die sich hier eigene Bäume züchten. Und andere abholzen. Ach, das ist schön. Das, so mag ich das hier, weißt du? So sieht das hier nämlich schön aus. Vielleicht baue ich auch hier einfach dann gleich bis nach hier drüben dann hier Agrarwirtschaft mit ran. So, dass man hier quasi als Grünzweig bis zum nächsten Stadtviertel hat. Oder so, was weiß ich. Ich mache mir Gedanken. Wir sehen uns in der nächsten Epoche von City Skylines und Rennes. Ciao.